Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Photoshop. Adobe hat nämlich vor ein paar Tagen ein neues Update rausgebracht und ja, mich damit ziemlich zur Verzweiflung gebracht, weil ich habe nämlich eine Funktion gesucht, die es vorher gab und die plötzlich verschwunden ist. Und in diesem Video erzähle ich dir, was es damit auf sich hat. Also, was ist passiert? Vor ein paar Tagen habe ich Photoshop geöffnet, ganz normal wie sonst auch, ja. Habe ein Foto bearbeitet, wollte es abspeichern als JPEG, habe bewusst nicht die Exportfunktion verwendet, weil das war nur eine kleine Instagram-Grafik. Da brauchte ich jetzt auch nicht viele Optionen, also einfach speichern unter als JPEG, wie es gewohnt war. Und plötzlich gab es das JPEG nicht mehr zur Auswahl. Also es gab nur noch TIFF, PSD. Und ich habe mich gewundert, wo ist es denn hin? Ich habe überall geschaut, ob ich vielleicht irgendwelche Einstellungen verändert habe, ob ich vielleicht zufällig irgendeine Tastenkombination erwischt habe, die irgendwas verändert im Photoshop. Ja, habe wirklich jetzt lange gesucht, aber daran lag es nicht. Es lag wirklich an diesem Update von Adobe. Weshalb das Update? Also nur ganz kurz als Hintergrund erklärt. Apple hat eine API entfernt, die Adobe wiederum benutzt hat, um diesen Speichern unter Dialog zu simulieren. Und da es die API nicht mehr gibt, mussten sie sich was anderes einfallen lassen, haben sich dafür ein Jahr lang Zeit gelassen und sind jetzt mit einer neuen Lösung um die Ecke gekommen. Und wie die aussieht, also dieser kleine Workaround, das zeige ich dir jetzt. Ich nehme dich jetzt mal mit auf meinen Bildschirm. So, ich habe jetzt hier ein Bild in Photoshop geöffnet und ich habe das bearbeitet, habe hier jetzt mehrere Ebenen. Und wenn ich jetzt auf Datei speichern untergehe, dann schlägt mir Photoshop schon als Dateityp automatisch PSD vor. Das macht das deswegen, weil ich ja hier zwei Ebenen habe und praktisch damit die Arbeitsdatei immer automatisch gespeichert werden würde. So, bisher hatte ich die Möglichkeit beim Dateityp den einfach zu ändern und hier auf JPEG zu gehen. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann zeigt er mir eben nicht mehr die große Auswahl an, die ich vorher hatte, sondern jetzt gibt es nur noch Photoshop, also PSD-Dateien, ein PSB-Datei. Und noch als TIFF könnte ich auch noch speichern. Also nur diese drei werden mir noch vorgeschlagen. Und früher hatte ich hier eben eine ganze Liste. So, was ist jetzt der Workaround? Es gibt eine Möglichkeit, und zwar, wenn ich sage Kopie speichern. Wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich der Speichern unter Dialog nochmal. Und ich speichere praktisch eine Kopie des Ganzen ab. Und anstatt ein PSD könnte ich jetzt hier auswählen, JPEG, weil jetzt sind plötzlich alle Dateiformate wieder vorhanden, die ich vorher auch hatte. Also das JPEG zum Beispiel oder als Photoshop PDF zu speichern. Das geht eben nur über diese Funktion. Also der Nachteil ist allerdings, also A, natürlich, dass es nochmal ein Klick mehr ist und aber auch, dass der Dateiname sich verändert und plötzlich das Wort Kopie noch mit rangefügt wird automatisch. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich es auswählen und muss ich es tatsächlich löschen, wenn ich das jetzt als JPEG speichern möchte. Also das ist ein bisschen ärgerlich. So, und ich kriege dann wieder das ganz normal gewohnte Optionenfeld, das ich vorher auch hatte, wo ich hier die Qualität zum Beispiel runtersetzen kann und speichere es damit. Also es sind jetzt einfach ein paar Klicks mehr. Ich meine, man kann damit leben, man gewöhnt sich auch um. Oder man nutzt eben gleich die Exportfunktion, die befindet sich hier unter Exportieren als. Und dann öffnet sich ein Dialogfenster, wo ich auch hier die Möglichkeit habe, die Qualität einzustellen. Ich kann auch hier das Format ändern von PNG auf JPEG, GIF oder SVG. Habe auch die Möglichkeit, hier die Größe des Bildes anzupassen. Also ich habe hier schon, auch viele Funktionen. Du kannst bei der Exportfunktion übrigens auch einstellen, dass JPEG auch schon voreingestellt ist, wie es jetzt bei mir auch der Fall ist. Das habe ich mir eingestellt, weil defaultmäßig ist PNG drin. Das machst du, indem du auf Bearbeiten und Voreinstellungen gehst und gehst dann auf Exportieren und kannst hier das Format einstellen, was zukünftig für den schnellen Export immer eingestellt sein soll, PNG, JPEG, GIF oder SVG. Kannst auch gleich die Qualität einstellen, die defaultmäßig ausgewählt werden soll. Ich hatte das jetzt hier auf 100 gestellt, kannst es aber auch, keine Ahnung, runtersetzen auf 70, was auch immer. Und dann wird dir das immer vorgeschlagen. Du kannst es natürlich dann in dem Auswahlfeld dann am Ende dann auch wieder abändern.
So, wie ist es bei dir? Hast du die Funktion auch vermisst, so wie ich, und hast überall gesucht? Oder hast du es vielleicht gar nicht bemerkt, weil du sowieso die Export-Funktion immer benutzt? Ja, schreib mir das gerne mal in die Kommentare rein. Vielleicht hat dir das Video aber auch was gebracht. Dann freue ich mich natürlich über ein Like und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.